Willkommen hier im Welbild Trainingscenter in Herborn. Bei mir Wolfgang Oberberger von der Firma Mamito und mein lieber Kollege Burkhard Finkeldey, seines Zeichens Anwendungsberater für alle Welbild-Marken. Wir frittieren mit Systemen, mit dem ATO-System, mit dem OQS-System, mit dem neuen Display FQ4000 und dem Mamito Ölsystem. Wir senken Ihre Betriebskosten, wir optimieren Ihren Betriebsablauf, wir erhöhen Ihren Umsatz und verbessern Ihre Produktqualität. Und wie das in der Praxis funktioniert, zeigen Ihnen jetzt Wolfgang und Burkhard. Viel Spaß dabei! Hallo, jetzt zeigen wir Ihnen Vollbeschickung Pommes in unserer Freimaster-Fritteuse. Dafür holen wir unsere Pommes aus dem TK-Schrank und verteilen unseren kompletten Beutel auf unsere beiden Frittierkörbe. Ja, Burkhard, du befüllst hier zwei Körbe komplett mit einem Beutel. Wie viel ist das? Und zweite Frage, warum befüllst du hier? Einmal, wir haben hier 2,5 Kilo Pommes. Das sind nachher, werden wir sehen, so 15 bis 20 Portionen, die wir rausgeben können. Warum hier? Weil, wenn ich jetzt den Pommeskorb über dem Becken habe und würde die Pommes direkt aus dem Beutel reinkippen, habe ich das Problem, dass die ganzen Kleinteile, die Krümel und auch die Eiskristalle mit in das Fett kommen, es einmal verunreinigen und Wasser und Fett, weiß jeder, ist auch nicht so eine gute Komponente. Deswegen mache ich das hier, dass ich die Kleinteile hier auf meinem Blech habe. Und jetzt kommt der nächste Button. Jetzt habe ich hier mein Display meiner Freimaster und da habe ich jetzt mein Pommes-Programm. Da drücke ich einfach nur drauf und dann kommen meine Körbe in das Öl. Hier hat man mit einem Knopfdruck, hast du dann komplett deine Körbe im Zeitablauf gesteuert. Genau. Und da ist auch wieder ganz wichtig, weil ich gesagt habe, erst den Knopf drücken, dann die Pommes ins Öl. Wir müssen jetzt einmal schütteln, das kannst du machen, Wolfgang. Okay. Das zeigt die Fritteuse uns auch an, dass wir die Pommes schütteln, damit die schön nachher locker sind, wenn wir die portionieren wollen. Also die Temperatur fällt wenig ab. Du hast einen ganz großen Vorteil bei diesen Anlagen, höre ich so raus. Genau. Dass du ein elektronisch gesteuertes Thermostat hast, das sehr, sehr schnell reagiert, die Temperatur wenig abfällt und in einem gewissen, immer gleichbleibenden Temperatur- und auch Zeitsteuerungsbereich die Ware immer perfekt kross, braun, so wie wir das haben wollen, die Fritteuse verlässt und dann du rausgeben kannst. Durch die ganzen Komponenten, Messtechnik und unsere Steuerung verhindern wir das Absinken der Temperatur. Dadurch sparen wir Öl, weil weniger Öl in mein Produkt kommt. Das heißt wieder bekömmlicher für unseren Gast, bessere Qualität. Du sprichst von Temperatur, 170 Grad, das ist geringere Temperatur und heißt einfach weniger Energieverbrauch. Und wenn man unter einer Temperatur von 150 Grad kommt, dann nennt man das eigentlich nicht mehr frittieren, man nimmt das Produkt nur noch Öl auf. Ja. Und da wir selbst bei 170 Grad das Absinken vermeiden, weil wir nie unter 150 Grad kommen, können wir mit niedrigen Temperaturen fahren. Ja. Freimaster Mamito System heißt das Ganze und das, weil man bessere Wärmeübertragung durch dieses perfekte Öl in dieser ganz tollen Fritteuse hat, um damit dauerhaft mit ganz einfachen Mitteln, Sie sehen, also wir können uns ohne Problem hier locker lässig unterhalten und produzieren hier 15 bis 20 Portionen Pommes frites. Durch das System Freimaster und unser Mamito-Öl haben wir auch eine schnelleres Frittieren, eine bessere Bräunung bei niedrigen Temperaturen, dadurch auch eine bessere Bekömmlichkeit des Produktes, weil weniger Fettaufnahme und auch weniger Feuchtigkeitsverlust aus meinem Produkt, aus meiner Pommes und dadurch auch einen höheren Mehrwert, den ich nachher aus meinem Gerät, wenn ich fertig bin. Ich bestätige hier, Burkhard, den Frittierprozess. Genau, und dann können wir die Pommes rausnehmen. Lass die hier schön abtropfen, dass das Restöl in das Becken läuft. Und dann können wir jetzt schon anfangen und unseren Kunden oder unsere Kunden, weil wir haben ja eine große Menge, mit Pommes zu verwöhnen.
Und ich sage extra verwöhnen, weil das ist wirklich ein ganz leckeres Produkt, ein helles Produkt, ein knuspriges Produkt und eine Pommes, knusprige Pommes mit wenig Öl. Wenn Sie da jetzt reinbeißen könnten, dann würden Sie sagen, solche Pommes habe ich noch nie an einer Pommesbude gegessen. So knusprig, so schön hell auch noch, aber trotzdem von außen habe ich einen super Crunch. Also du sprichst von diesem Produkterlebnis hier, wenn man auch aufbricht, sieht man das genau. Außen große Schale, innen perfekt kartoffelig. Super schnell, Qualität in großen Mengen produzieren. Und das ist das Schwierige beim Frittieren. Eine Portion Pommes, das ist kein Problem, das kriegen auch andere Geräte hin. Aber große Mengen in einer Qualität, ohne dass die Temperatur absinkt. Genau, Burkhard, hier sehe ich ja bis zu 10, 12 Portionen produziert in 3 Minuten. Wenn ich mir das hochrechne, dann habe ich in einer Stunde bis zu 250 Portionen Pommes frites produziert. Das ist eine Mengenleistung. Das kann man sich ja wirklich gut ausrechnen, was da Geld verdient ist. Und Ihr zweiter Vorteil ist, jetzt in den schwierigen Zeiten wollen wir keine Schlangen haben. Wir wollen unsere Tischfrequenz erhöhen. Und das können wir natürlich mit den großen Mengen, mit den circa 250 in der Stunde Portionen Pommes, auch realisieren. Die Leute müssen nicht warten lange, es entstehen keine Schlangen und schneller bedienen am Tisch, schneller verlässt der Kunde, weil er fertig ist mit Essen, ihr Lokal und sie können den Tisch öfters belegen und dann habe ich die Abstandsregeln auch eingehalten. Das ist ja auch wieder der Benefit, den wir gesagt haben am Anfang. Unsere Fritteuse ist immer wieder betriebsbereit. Wenn die ersten Pommes fertig sind, hat sie wieder ihre 170 ja. Grad erreicht und kann sofort wieder in derselben Qualität weiter frittieren. Jetzt können wir hier noch sagen, wer möchte, hier kann schön. Noch Mayo und Ketchup dazu haben. Und wie Sie sehen, eine leckere, knusprige Pommes. Und heiß, kartoffelig. Und wenn Sie das jetzt probieren könnten, das wäre super. Das ist nämlich Pommes, die schmeckt, die lecker ist. Burkhard, perfekt. Danke Burkhard, danke Wolfgang. Das war eine tolle Vorführung. Wenn Sie noch Fragen haben, Fragen zu dieser Vorführung oder welche Videos es sonst noch gibt, wünschen Sie vielleicht eine Vorführung bei Ihnen, damit wir Ihren Betriebsablauf optimieren, dann rufen Sie mich oder Wolfgang an. Sie erhalten sehr gerne eine sehr aufschlussreiche Frittieranalyse. Wir haben bis zu 10% weniger Energieverbrauch. Wir haben 40% weniger Ölverbrauch bei gleicher Produktivität. Wir haben bis zu 30% kürzere Frittierzeiten. Bis zu 4-mal längere Frittierölstandzeiten. Sie sparen Personalaufwand und vor allen Dingen auch Wareneinsatz. Und Sie erhöhen die Sicherheit beim Produzieren, beim Filtern und beim Reinigen. Das war's dann für heute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.